Hallöchen Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die Namen nennen, die es bei uns nicht geworden sind und begründen, warum sie es nicht geworden sind. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, fangt sofort an. Bei uns war es so, dass wir erst in der 28. Woche erfahren haben, dass es ein Junge wird. Zuvor hieß es eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, dass es ein Mädchen werden soll. Also schon mal vorweg, verlasst euch nicht immer auf das Outing, es kann sich auch nochmal ändern. Ja, und da wir halt dachten, es wird ein Mädchen, haben wir uns auch einige Mädchennamen überlegt. Und die will ich euch jetzt erstmal vorstellen. So. Ich hole mal mein Handy mal wieder raus, denn die sind alle noch hier gespeichert. Man weiß ja nie beim zweiten Kind, vielleicht wird es ja doch mal ein Mädchen. So, zur Auswahl stand Marie. Marie ist ein wunderschöner Name und ich wollte schon selber als Kind immer Marie heißen. Allerdings ist es Marie nicht geworden, weil wir einfach gerade hier im Kölner Raum das Gefühl haben, dass jedes zweite Mädchen Marie heißt und wenn nicht mit erstem Namen, dann halt mit zweitem Namen. Also der Name Marie kommt immer irgendwie vor. Also man hört ihn halt sehr oft und das wollten wir von vornherein nicht. Dann habe ich mir überlegt, unsere Tochter Feline zu nennen. Also nicht mit E, sondern mit I. Den Namen fand ich total schön und ich fand, er hatte sowas Feenhaftes. Ja, Nils fand den Namen nicht so toll, deswegen ist das leider auch nicht geworden. Dann haben wir uns zuerst auf Svea geeinigt. Svea ist ein skandinavischer Name und wir fanden den total klasse. So eine kleine Svea, so eine kleine freche Svea mit Sommersprossen konnten wir uns total gut vorstellen. Aber mit der Zeit, mit den ersten Wochen, dachten wir, irgendwie hatten wir uns relativ schnell an dem Namen satt gehört. Und ich meine, das Kind bleibt ja nicht nur ein paar Wochen, das bleibt ja für immer. Natürlich identifiziert man sein Kind irgendwann mit dem Namen und dann juckt es einen auch nicht mehr, ob es jetzt Svea oder sonst was ist. Aber wir dachten, wenn er uns jetzt schon ja, nicht mehr so gefällt, dann sollten wir es auch direkt lieber lassen. Vielleicht ja beim nächsten Kind reißt uns der Name dann doch wieder vom Hocker. Deswegen ist der Name hier auch auf der Liste geblieben und ja, ist noch nicht ganz aus dem Rennen für die Zukunft. Ja, ich fand dann auch den Namen Ronja schön. Von mir Räubertochter, aber auch den fand Nils leider nicht so schön. Deswegen, da wir uns ja einig sein müssen, leider ist das auch nicht geworden und der bleibt auch nicht auf der Liste. Ja, letztendlich haben wir uns dann aber, oder hätten wir uns dann aber doch schnell auf einen Namen geeinigt und zwar auf den Namen Felia. Der Name hatte sich so ein bisschen aus Felin oder Felin ergeben. Ich fand ihn ganz toll, weil man ihn theoretisch auch mit F und Doppel-E schreiben könnte, also so wie Fee. Und er hat halt, also ich finde, er hat halt auch so was Leichtes, Graziöses, Mädchenhaftes und trotzdem auch passend für eine erwachsene Frau. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass der Name nicht nur zu einem Kind passt, sondern auch zu einer erwachsenen Person. Weil das Kind bleibt nicht immer klein und deswegen sollte es halt auch einfach passen. Deswegen hatten wir uns dann für Felia entschieden. Und weil ich unbedingt wollte, dass das Mädchen zumindest einen Zweitnamen bekommt, weil ich nie einen hatte und mir so sehr einen gewünscht hätte, sonst hieß ich nämlich, oder sonst hätte, wäre mein Rufname jetzt nicht Jacqueline oder Jackie, sondern irgendetwas anderes. Denn ich war mit meinem Namen, um ehrlich zu sein, nicht so zufrieden, was ihr euch sicher denken könnt. Der Name ist ja nicht so gut angesehen in der Gesellschaft. Wobei er eigentlich gar nicht hässlich ist und genau genommen auch ein französischer Name ist. Und naja, er hat halt seinen Ruf weg und wer weiß, vielleicht hat Felia auch bald ihren Ruf weg. Deswegen wollte ich unbedingt einen Zweitnamen und der wäre bei uns Leonie gewesen. Also Felia Leonie. Weil Leonie auch ein total süßer Name ist, unserer Meinung nach auch zu einer Erwachsenen passt und einfach damit sich unsere Tochter irgendwann, falls ihr der erste Name nicht gefällt, auch für den zweiten Namen als Rufname entscheiden könnte. Aber wie das Schicksal es so wollte, war es dann in der 28. Woche plötzlich doch ein Junge, was uns gar nicht so traurig gemacht hat. Wir haben uns, also uns war es egal, ob Mädchen oder Junge, wir hatten uns natürlich jetzt schon mit dem Mädchen angefreundet, hatten auch schon Klamotten gekauft, aber ja, die haben wir jetzt erstmal eingepackt und mal schauen in der Zukunft.
Gut, aber dann stand halt schon der Name fest und jetzt mussten wir uns umentscheiden. Und man entscheidet sich ja nicht von heute auf morgen für einen Namen. Und ich finde, gerade bei Jungs ist es super schwierig, weil die Namen, die schön klingen in der Regel, die haben, weiß ich nicht, schon 1000 andere Kinder, was ja wir nicht unbedingt wollten, wie eben schon erklärt. Ja, und die anderen Namen, die waren uns entweder zu altbacken oder zu langweilig. Also Jungsnamen unserer Meinung nach extrem schwer. Ja, und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und habe da Bücher gewälzt nach Jungsnamen und ja, habe mir einfach alles rausgeschrieben, was mir gefiel. Und das war nicht viel, vorweg schon mal. Darunter waren Nick. Nick ist auch ein richtig schöner Name, allerdings war ich mir von Anfang an nicht so zu 100% sicher, ob Nick in die engere Auswahl kommen würde, und zwar aus folgendem Grund: Mein Opa heißt auch Nick und wir wollten unseren Sohn nicht nach unserem Opa nennen. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fanden wir das nicht so passend, viele machen das ja und früher war es gang und gäbe, aber wir wollten das nicht und deswegen war Nick raus, weil den gab es schon in der Familie und wir wollten keinen Namen, der schon in der Familie vorkommt. Dann Phil. Phil war sofort bei Nils raus, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ich finde es auch ein sehr schöner Name, man hätte auch Philipp sagen können und als Spitzname Phil, aber der war leider dann auch schon raus. Jonas, auch ein wunderschöner Name, aber auch der war schon relativ früh raus für uns beide, weil es halt auch einfach ein Name ist, der viel zu häufig vorkommt momentan. Und super schade, weil ich fand den Namen wirklich wunderschön, aber ja, so ist das halt nun mal. Und die Liste wurde immer, immer kleiner. So, dann stand noch Lian drauf. Lian ist auch ein sehr schöner Name, aber irgendwie hat ihn der Nils nicht zu 100% vom Hocker gerissen. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dass der Aaron Lian hieß, weiß ich nicht, ob das so passend wäre. Aber das Kind wächst ja auch rein und man gewöhnt sich an den Namen. Trotzdem haben wir uns dann letztendlich dagegen entschieden. Dann standen nur noch zwei Namen zur Auswahl. Aaron ist es geworden, der letzte Name, und den finde ich immer noch schön. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass, wenn wir nochmal einen Sohn bekommen, er auf jeden Fall diesen Namen kriegen wird, weil, wie gesagt, eigentlich nach Aaron mein absoluter, oder sagen wir mal mit Aaron auf gleicher Höhe, und zwar Emilian. Emilian, wie kam ich dann drauf? Ich weiß es selber nicht so genau. Irgendwie war das ein Geistesblitz. Ich lag sogar im Bett und habe darüber nachgedacht. Und ich fand den Mädchennamen Emilia auch total schön. Und dann dachte ich, kann man daraus nicht einen jungen Namen machen? Ja, und dann dachte ich auf einmal Emilian. Und ich war sowas von überzeugt von dem Namen und war schon ganz aufgeregt und wollte ihn unbedingt dem Nils sagen. Ja, und als er ihn dann hörte, oh, okay, aber so richtig war es auch nicht seins, weil er fand, dass sich Emilian zu weich anhört. Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, wir wollen halt nicht, dass, also was wir von vornherein nicht wollten, ist, dass es muss halt, der Name, der soll nicht nur süß klingen, der muss auch zu einem Erwachsenen passen. Und gerade bei Männern, das ist nämlich auch noch ein Grund, warum es schwer ist bei Jungsnamen. Stellt euch mal vor, ein Kind oder ein Junge heißt jetzt Finn. Extrem süßer Name, kleiner Finn, total süß, kleiner blonder Finn. Und dann wird er erwachsen und wird, kriegt Muskeln und wird auf einmal Türsteher und der heißt dann Finn. Ja, wie heißt du? Ja, wie heißt du? Ja, ich heiße Finn. Irgendwie komische Vorstellung. Also nicht, dass wir wollen, dass unser Sohn jetzt Türsteher wird, aber damit muss man ja auch rechnen. Und ob er dann so zufrieden ist mit seinem Namen in Zukunft, ist mal dahingestellt. Ich finde nicht, dass Emilian sich weich anhört und man könnte den ja auch abkürzen. Milian oder sowas passt auch zu einem Erwachsenen, finde ich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr den Namen findet. Mich würde auch übrigens interessieren, was ihr so für Namensideen hattet oder habt. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen drüber austauschen und ja, und deswegen ist es leider Emilia nicht geworden. Aber wie gesagt, beim nächsten Kind, sollte es ein Junge werden, ist dieser Name auf jeden Fall auf dem ersten Platz und diesmal werde ich mich auch dafür einsetzen. Warum es letztendlich Aaron geworden ist,
Wir finden einfach, dass der Name einen total schönen Klang hat. Den gibt es auch in mehreren Sprachen. Viele sprechen uns darauf an, warum wir dem Aaron in einen jüdischen Namen gegeben haben. Das war uns gar nicht bewusst, ist uns aber im Grunde auch egal. Die Bedeutung finden wir richtig gut. Aaron bedeutet nämlich zumindest im Ägyptischen großer Kämpfer und Held. Ich achte generell sehr auf Bedeutung, auf Namensbedeutungen und fand das sehr passend, ihm das quasi mit auf den Weg zu geben. Für uns ist es einfach der perfekte Name und wir können uns gar nicht vorstellen, dass der Aaron anders hieße. Ja, und damit ist das Video schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch die Namen nicht vorenthalten und hoffe, sie gefallen euch. Gebt mir mal ein Feedback ab unten in den Kommentaren und ich würde sagen, ich sage immer, ich würde sagen, aber ich würde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!